Hallo, liebe Community. Wie läuft's beim Deutschlernen? Ich hoffe gut. Es ist wieder Sonntag und das bedeutet, dass es wieder einen ganzen Unterricht für dich gibt. Unser Thema heute ist die Konjugation der regelmäßigen Verben im Präsens. Zuerst den Inhalt des Unterrichts an. In Punkt 1 erkläre ich dir, was Konjugation bedeutet. Im zweiten Punkt lernst du, wie du regelmäßige Verben im Präsens konjugieren kannst. Ab Punkt 3 werden wir ein paar Beispiele durchsprechen. Punkt 4 ist natürlich auch sehr wichtig, da viele Verben Besonderheiten unterliegen. Wir werden uns Verben mit den Stämmen auf D und T anschauen, Verben, die in einem Z-Laut enden, also Verben, deren Stamm in S, SZ, Doppel-S und Z endet, sowie Verben, die in LN enden. Ich wünsche dir viel Spaß! Was bedeutet Konjugation? Mit Verben kannst du sagen, was im Satz passiert. Für richtige Sätze musst du die Grundform, also den Infinitiv deines Verbes, anpassen. Du erkennst den Infinitiv an der Endung en. Diesen Anpassungsvorgang nennen wir Konjugation. Bei der Konjugation achten wir auf die Verbformen, die Personalformen, also Person und Anzahl, die Zeitformen, zum Beispiel Präsens, Präteritum. Genau, und diese Formen geben unterschiedliche Informationen über das Verb an. Okay, das haben wir verstanden, aber wie können wir die regelmäßigen Verben im Präsens konjugieren? Das erkläre ich dir jetzt. Für die korrekte Konjugation identifizieren wir zuerst den Stamm. Der Stamm von gehen ist zum Beispiel g, also das en fällt weg. Außerdem brauchen wir die Personalpronomen und die dazugehörigen Suffixe, die das Präsens angeben. Daraus ergibt sich folgendes Schema. Ich, e, du, st, er, sie, es, t, wir, en, ihr, t, sie, en. Schauen wir uns nun drei Beispiele an. Gehen, machen und kommen sind regelmäßig. Gehen. Ich gehe, du gehst, er geht, sie geht, es geht. Wir gehen, ihr geht, sie gehen. Das Verb machen. Ich mache, du machst. Er macht, sie macht, es macht. Wir machen, ihr macht, sie machen. Das Verb kommen. Ich komme, du kommst, er kommt, sie kommt, es kommt, wir kommen. Ihr kommt, sie kommen. Die Konjugation der regelmäßigen Verben scheint sehr einfach zu sein. Aber wir müssen beachten, dass es auch bei vielen Verben Besonderheiten gibt. Die erste wichtige Kategorie sind Verben, deren Stamm auf D oder T endet. Diese Verben brauchen ein extra E in der zweiten und dritten Person Singular.
schauen wir uns die Beispiele Reden und Arbeiten an. Das Verb Reden. Ich rede, du redest, er redet, sie redet, es redet. Wir reden, ihr redet, sie reden. Das Verb arbeiten. Ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, sie arbeitet, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Die zweite Kategorie sind alle Verben, deren Stamm auf S, auf SZ, auf Doppel-S und auf Z endet. In der zweiten Person Singular fügen wir nur ein T hinzu, um die korrekte Aussprache und Orthographie beizubehalten. Wichtige Beispiele sind hier reisen, heißen, hassen und tanzen. Schauen wir uns diese einmal an. Das Verb reisen. Ich reise, du reist, er, sie, es reist, wir reisen, ihr reist, sie reisen. Wohin reist du gern? Schreibe deine Antwort später in die Kommentare. Das Verb heißen. Ich heiße, du heißt, er heißt, sie heißt, es heißt. Wir heißen, ihr heißt und sie heißen. Das Verb hassen. Ich hasse, du hasst, er, sie, es hasst, wir hassen, ihr hasst, sie hassen. Zum Beispiel, ich hasse schlechte Autofahrer. Was oder wen hast du? Das Verb tanzen. Ich tanze. Du tanzt, er tanzt, sie tanzt, es tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie tanzen. Die letzte Besonderheit finden wir bei Verben, deren Infinitiv auf ln endet. Wenn wir konjugieren, fällt das E vor dem L weg. Zum Beispiel, klingeln ist der Infinitiv. Die erste Person Singular heißt dann korrekt, ich klingle. Ich klingle an der Tür. Wie beim Verb sammeln. Wir sammeln Briefmarken, aber ich sammle Steine. Vielen Dank für das Zuschauen. Ich habe jetzt 3 Aufgaben für dich. Abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke und schreibe dein Beispiel mit einem regelmäßigen Verb in die Kommentare. Ich sehe dich hoffentlich nächsten Sonntag. Tschüss!